80 Cent hätten wir sparen können. 80 Cent. Guten Morgen! Also wirklich, wirklich guten Morgen. Es ist noch super, super früh. Wie früh haben wir jetzt? 6.30 Uhr ungefähr. Und ich habe hier meinen Toast mitgenommen, weil wir jetzt zu meiner Tante fahren. Also zu Sarah und meiner Tante und meinem Onkel. Denn wir fahren heute nach Holland. Und wir nehmen euch natürlich mit. Und ich freue mich. Mir ist kalt. Hm. Oder richtig kalt geworden. Ja, was Blödes. Ja gut, aber die Sonne ist ja noch nicht mal richtig da. Ist die Sonne, es soll heute, ich glaube, 13 Grad oder 14 Grad da werden. Also so kalt wird es nicht. Okay, let's go! Wir sind jetzt gerade frühstücken und Sarah und Daniel haben sich jeweils Kakao bestellt. Und ihr müsst wissen, dass ich selber. Geil, guck mal, das sind so Schokostücke. Geil. Schoko. Darf ich auch rein? Kakao-Tops. Voll geil. Guck mal, das schmilzt da drin jetzt. Voll geil. Ich bin gespannt, was Daniel sagt. Ich auch. Das schmeckt nach Adventskalender-Schokolade. Nein, ehrlich? Ehrlich? Wir haben einfach nur einen Backofen gemacht, ne? So, wir sind jetzt bei zwei Brüder von Venlo oder so. Und hier kaufen wir eigentlich immer Kaffee. Nicht immer, aber wenn wir hier sind. Aber dieses Mal brauchen wir nicht, weil ich war ja vor einigen Wochen in Amsterdam und da habe ich Kaffee geholt. Und ich habe immer noch genug Kaffee, deswegen brauche ich nichts. Aber Preise vergleichen können wir mal. Weil wenn das echt so günstig ist, dann hole ich trotzdem Kaffee. Schokolade. Wie ist das hier in groß zum Beispiel? 15 Stück, weil normalerweise gehen nur 8. Für 5,50 €. Ja. Ja, das ist schon günstiger. Was heißt denn 15 Stück? Oder? Ja, 15 Tassen, da sind 30 Kapseln drin. 15 davon, 15 davon. Also machen wir mal eine Rechnung. Bei uns in Deutschland geht es so 8 Stück, ne? Ja. Wie viel Euro kosten so eine Packung? 4,79 €. 4,80 € geteilt durch 8. Kosten sie 60 Cent. 5,50 € geteilt durch 15 kosten sie 30 Cent. Ich habe das gerade Hälfte. Ja, dann also davon würde ich dir ein, zwei Packungen mitgehen lassen. Das zwei. Zwei Cappuccino? Ja. Und Latte Macchiato haben sie nicht. Ne? Aber man kann hier selber Orangensaft pressen. Flasche. Oh geil, guck mal da oben. Oh, geil. Juhu. Sarah macht das jetzt auch. Oh, wie geil, oder? Wir verlieren ständig die anderen hier im Laden. Mal hier ist so eine Palette mit Coca-Cola. 35 Cent die Dose.
Warte, das hier vorne und das. Sieht das aus? Oder eher nicht so? Gut. Warte, bleib mal hier. Ich will kurz im Spiegel. Bleib da nicht. Ja. Jetzt ein bisschen sehr. Ich würde mir aber auch keine pinke Jacke kaufen. Klar. Reden? Oh, das ist schön, das kannst du so drüber machen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Irgendwie sieht das plötzlich gut aus. Was ist das? Sieht aus wie so ein Karate-Typi. So ein halber Bademann. Wo sind wir denn hier gelandet? Wo sind wir denn hier gelandet? Sind das die? Nein, das ist aber so andere. Nee, das ist alles, Bitte hier raus, bitte hier raus. Geh einfach hier raus, bitte. Was ist das? Bitte. Ja. Das ist bestimmt Kaugummi oder so. Ja, wahrscheinlich. Was ist das denn? Guck mal, willst du Stöcke essen? Was ist das? Stöcke. Was ist das? Die fühlen sich an wie Stöcke. Kurz. Ein bisschen cool. Das ist cool. Ich bin cool. 90s Kid. Wer, du? Schatz, das ist die Marke, von der ich dir erzählt habe, aus dem Laden, wo ich da war, wo ich das anprobiert habe. Ja. So, wir sind jetzt in einem mega coolen Laden drin und suchen den Daniel. Oh, er hat was in der Hand. Wow. Was sagst du? Ja, ich könnte dich tot kaufen eigentlich. Ja, guck an. Zeig mal. Ja, ganz cool eigentlich. Oh ja. Wow. Wow. Nee, komm her. Ach so. Boah, Daniel. Daniel wird cool. Wow. Oh mein Gott. Oh Mann, ey. Du bist ja auch nur noch größer, ne? Ich glaube, doch XL gab's noch. Ich bin überlegen. Zeig mal her, dreh dich mal um. Wow. Daniel. Du siehst so gut aus. Daumen hoch, wenn er gut aussieht. Also das T-Shirt würde ich nehmen. Welche Größe ist das? Ja. Und die Hose ist geil. Die Hose ist mega. Schön. Oh, die Hose ist. Das muss so. Sonst rutscht die wieder vom Po. Das Shirt ist geil, Schatz. Oh, komm ich gar nicht mehr raus. Und das andere Shirt? Oh. Geil. Ja, klar. Das ist ein super. Danke. Bitte schön, wo kommst du her? Minden. Ach, laber nicht. Doch. Ja, wie lustig. Die geht auf meine Schule. Ach, laber nicht. Ja. Lustig. Kommt aus Minden. Ja? Ja. Ja. Wow. Wow. Freunde, wir sitzen jetzt wieder in unserem Auto und ich habe gerade auf dem Weg von Holland zurück erstmal gepennt. Wir sind richtig müde. Wir haben uns jetzt auch vorgenommen, zu Hause erstmal nur zu chillen. Meine Bettdecke, mein Kissen aus dem Bett und leg mich aufs Sofa. Gibt's erstmal Netflix und Chill. Wir gucken zurzeit Tote Mädchen Lügen. Ich kenne die Serie. Auf Netflix. Ihr könnt mir mal gerne eure Netflix-Filme und Serienempfehlungen unten in die Kommentare schreiben. Und schreibt auch, ob ihr Tote Mädchen Lügen nicht kennt. Leute, guckt mal, wir haben uns erstmal einen Karton Frikandeln geholt. Da sind 40 Stück drin. Aber wir teilen uns das mit Marites. Also jeder kriegt die Hälfte. Das wäre zu viel. Aber die waren im Angebot.
haben uns jetzt chill fertig gemacht. Aber, weil natürlich alle wissen, wie dieser O-Saft schmeckt. Warte, bevor wir noch ein Glas wieder nehmen. Okay, dann tu mal was an. Ja komm, ruhig ein Stückchen rein, ne? Ja. Dann schmeckst du das ja gar nicht. Ja, aber sieht irgendwie so dünn aus, oder? Also frisch gepresst. Warte mal, man sieht unsere Gesichter gar nicht. Oh. Okay. Ja, zum Wohl. Zum Wohl. Sehr frisch riecht es. Sehr säuerlich. Lecker. Also. Ich finde, es schmeckt sehr lecker. Aber sehr teuer. Wir waren danach nochmal in einem anderen Laden drin. Und wie viel haben wir dafür bezahlt? 2 Euro? 75. Und in dem anderen Laden? 1,99. 80 Cent hätten wir sparen können. 80 Cent. Naja, dafür müssen wir jetzt woanders sparen. Kommen wir nun zum... Dynamite. Das? Dynamite. Unser Special Event. Yeah. Der heutige Dynamite des Tages ist Lisa Marie. Sie schrieb, wir haben leider noch nicht gegrillt, aber dafür haben wir unsere Balkon schön gemacht. Haben da jetzt schöne Blumen stehen und da hängt jetzt auch ein Vogelhäuschen. Und ich finde euren Balkon bzw. Terrasse voll schön. Ja. Dankeschön. Dankeschön. Oh ja, so ein Vogelhäuschen wäre auch schön, ne? Ja, wir haben auch jetzt vor einigen Tagen, an dem Tag haben wir nicht gevloggt, abends uns richtig schön auf dem Balkon gemütlich gemacht. Falls ich die Datei noch finden sollte, blende ich es jetzt ein. The slow day, the calm and the night will unfold. I never thought that I would be traveling this road. The people keeps missing, the clouds seem to fade. Es war richtig, richtig schön und es war echt warm im Gegensatz zu jetzt zu den letzten Tagen, wo es wieder kalt ist. Ich hab heute Mittag schon gesagt, vorletzte Woche saßen wir in T-Shirt, in kurzer Hose, draußen auf dem Balkon und gestern konnten wir Schnee schieben. Jetzt nicht bei uns vor der Haustür, aber trotz Teil weiter, das sind keine 5 Kilometer Luftlinie entfernt, da muss man Schnee schieben. Krass. Ja, ist ganz klar, dass der Kreislauf da verrückt spielt. Genau. Und wenn ihr schon morgen Dynamite des Tages werden wollt, dann müsst ihr das Video ganz, ganz fleißig... Kommentieren. Also kommentiert auch gerne öfter, somit erhöht ihr eure Chance, Dynamite des Tages zu werden. Ebenso könnt ihr diesem Video einen Daumen nach oben geben, wenn es euch gefallen hat. In der Endcard habt ihr die Möglichkeit, euch 2 weitere Videos anzugucken. Und vergesst nicht, uns zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und ansonsten würden wir sagen, wir sehen uns morgen um 18 Uhr wieder. Bis dann. Bis dahin. Tschüss.